Liebe Leute, herzlich willkommen zum Mädelsmarsch 2.0. 2.0. Genau, wir sind heute zu 6 Leuten unterwegs. 3 gehen vorne, meine Freundin unter anderem. Und hier ist mit dabei die Evelyn. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Die Anita ist dabei, die hat das Ding hier geplant. Nina kommt nach. Und hier befinden wir uns jetzt auf dem Parkplatz, wo der Megamarsch Köln immer losgeht. Hier ist immer Start und Ziel aufgebaut. Leute, geil, richtig geil. Ich freue mich schon auf die kommende Marschsaison. Ja, Leute, genug geschwart. Weiter geht's. So, damit sind wir auch schon bei Kilometer 5. Neben mir geht es die Sabine. Nebenan der Sven, Profi im Mammutmarsch teilnehmen. Ja, ihr seid auch von weiter her angereist, um speziell an diesem Mädelsmarsch hier teilzunehmen. Genau. 2 Stunden Auto gefahren, ja. Um an Anitas Mädelsmarsch teilzunehmen. Natürlich. Super Sache. Weiter geht's. Uhr, Kilometer 7. Herzlich willkommen am Nieler Damm am Rheinufer. Wir laufen jetzt gleich hier über diese Fußgängerbrücke und dann geht es auch schon wieder in den Nieler Hafen rein. Lieber Neta, was hat dich diesmal inspiriert zur Streckenführung? Ich habe erstmal überlegt, dass wenn wir ein paar Gäste haben, von unserem Haus zu eurer Wohnung zu gehen, suboptimal wird. Ja. Und habe dann eine Stelle gesucht, wo man gut parken kann, wo man gut auch mit dem Auto von der Autobahn hinkommt, und bin deswegen zum Fühlinger See gelangt, um dann festzustellen, dass von den Gästen gar keiner mit dem Auto anreist. Okay. Aber doch, das wusste ich vorher nicht. Mit meiner Freundin, denn du zählst jetzt nicht gerade als Gast. Gut. Du gehörst zur Familie. Zur Familie. Ich bin der Freund des Hauses. Der Hausfreund. Hat man den Witz schon mal gebracht? Nee, hat die Anita erzählt. Also, was ist der Unterschied zwischen dem Hausfreund und dem Freund des Hauses? Ja, der Hausfreund, der kommt, wenn er will, und der andere will, wenn er kommt. Haha, weiter geht's. Mädelsmarsch, hey! Hey! 11.05 Uhr, Kilometer 12. Wir nähern uns so langsam dem ersten Verpflegungsposten auf der anderen Rheinseite. Wir sind jetzt gerade an der Mülheimer Brücke vorbeigekommen und laufen jetzt eben in Richtung Zoobrücke. Da wird dann auf der anderen Rheinseite der Verpflegungsposten aufgebaut werden vom lieben Frank, von dem ich vermute, dass er wieder uns warten lässt, weil wir einfach viel zu schnell sind. Ihr seht das hier, ich renne mit Sven hier vorweg, die Mädels schon lange hinter uns. Hin und wieder bleiben wir mal stehen. Aber ich merke auch, das Tempo Ist gut. Sympathisch, ne? Ja, das ist natürlich der erste Punkt, wo man sagen kann, okay, hat man so einen neuen Laufbuddy oder so. Ich spreche sonst gleich auf dem Mammutmarsch oder so. Ja, ja, klar. Aber du kennst das auch, ne? Ja, das ist so. Wenn du läufst und du hast eine Gruppe dabei, die nicht so dein Tempo läuft, dann quälst du dich. Und im Endeffekt ist es viel angenehmer, wenn du jemanden hast, der genauso schnell läuft wie du. Und du läufst viel entspannter eigentlich auch in dem Fall. Genau das. Und ich wurde auch schon mehrfach negativ kritisiert, wie egoistisch das wäre, da ist einer langsamer und da kann man ruhig mal sein Tempo drosseln. Ne Leute, bringt nichts. Das ist für den Laufapparat ist das blöd, wenn man ständig gebremst wird, und dazu kommt dieses psychische Gefühl, dass das einen so wie so ein Gummiband immer an einem zieht. Das ist richtig tiefenunangenehm, zerrt an der Stimmung, an den Kräften sowieso, also deswegen einfach so laufen, wie man es für sich gut hinbekommt. Alles andere wird sich auf so einem Marsch ergeben. Ne? Du hast ja auch schon mehrfach Helfer gemacht auf diesen Märschen. Ne? Ja, mehrfach nicht, einmal, aber ein mega Erlebnis, ganz ehrlich. Weil, ich sag mal, man kennt das ja, wenn man das erste Mal gelaufen ist, man kommt ins Ziel, man ist fix und fertig. Man denkt so, boah, ist Gott sei Dank vorbei, aber man hat auch dieses Gefühl, ich hab's geschafft. Man hat was geschafft, genau. Richtig. Ja. Und wenn du dann die Leute siehst, die da in dir entgegenkommen, denen du die Medaillen gibst oder die du empfängst, das ist einfach so, du siehst in den Gesichtern genau diese Emotionen. Genau. Und das macht diesen Moment einfach genial. Genau. Ich denke, das ist auch für beide Seiten klasse. Ich kenne das selber, wenn du da so völlig zerschossen ins Ziel ankommst und beglückwünscht wirst, vielleicht so eine kleine Ola-Ola oder was die da machen, dann kriegst du die Medaille umgehangen. Das ist für den Teilnehmer toll, aber auch für Steph. Steph sagt man, ne? Ja, genau. Für die Leute vom Steph. Die Steffs? Die Volunteers. So, jetzt haben wir es. Dankeschön, das Wort habe ich gesucht. Genau, das ist ein Geben und Nehmen. Für beide Seiten toll. Weiter geht's. Deswegen sind wir
viel zu schnell. Kurzer Zwischenbericht. All die zwei Mädels haben uns jetzt wieder eingeholt. Meine Freundin und die Evelyn hängen immer noch hinterher. Also Sven und ich hier, das ist einfach zu schnell. Eigentlich war die Prämisse, dass ihr mit dürft, dass ihr euch an unsere Geschwindigkeit haltet. Ja, wir treiben die Mädels jetzt hier, ne? Ja. Wir sind viel zu schnell unterwegs. Also, wir haben auch schon gesagt, komm, wir drosseln mal ein bisschen. Dann haben wir auch schon den Schritt gebremst. War da wieder und immer kleiner werden. Nach 30 Metern bist du wieder auf Marschtempo, ne? Ja, das ist wirklich schnell. Ja, vor allem das Problem ist, der Frank macht halt den Verpflegungsposten. Und wenn der jetzt wieder, wenn wir zu schnell sind, müssen wir da halt wieder warten und so weiter. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. So, nächste Station, dann Zoobrücke. Da laufen wir jetzt drauf zu. Seilbahn. Fahre ich aber nicht mit, oder? Wollt ihr Seilbahn fahren? Siehst du, dass sie fährt? Nee, die fährt nicht. Die fährt ja auch gar nicht. Kann man gar nicht mitfahren. So, und ja, da stürzt dann die Nina mit dazu. Und dann auf der anderen Rheinseite machen wir Päuschen. Die einzige geplante Pause. Ja, so eine Stunde dann. Wenn die Verpflegungsmaßnahmen aufgebaut ist. Frank hat schon einen Kaffee gekocht. Endlich einen Kaffee, da warte ich schon den ganzen Tag auf. Und weiter geht's mit Grüßen an folgende Kanalmitglieder. Ingo Rüthers, Jack Bruschetto, Pepe Campon, Burning Inside, Purple Hawk, Neo Lomax, Nico Hansen, Four Hikes and Traveling, Alexandra geht raus. Wie ging noch die Werbung? Drei Wettertaff, das Haar sitzt? Nee. Greta und Papa erobern die Welt. Markus Junge. Wenn du jetzt hier weiter wieder runterfährst, ist schnell wieder alles weg. Simon Friedrich. Ein sehr schöner Rundwanderweg, der mir sehr gut gefällt. Toppers Adventures. Stimmt, wir sind in der Pfalz. Oh mein Gott. Wanderblock. So, wir machen jetzt einen Abstecher zum Heinrich-Geiß-Stollen. Und Watson 97. Ihr habt es um, ihr könnt damit springen, ihr könnt alles machen. Vielen Dank für eure regelmäßige Unterstützung meines YouTube-Kanals. Weiter geht's. So ihr Lieben, damit herzlich willkommen wo ist denn jetzt mein Handy schon wieder? Da. 11.40 Uhr nach 13,7 Kilometern hier unter der Zoobrücke. Der Frank ist auch da. Komm mal ran hier, mein Lieber. Ja, hallihallo. Hi. Frank ist da, der baut uns hier gerade einen Verpflegungsposten auf, beziehungsweise hat das Material mitgebracht. Brötchen, Stühle. Ich habe auch ein paar Stühle dazu gesteuert. Hier meine kleinen Hocker. Die wurden gerade schon ganz nett belächelt. Nein. Belächelt. Ne? Dazu auch ein paar normale Stühle. Anita probiert gerade den Stuhl aufzubauen. Sieht gut aus. Ja, macht auf jeden Fall was her. Ja, damit werden wir uns jetzt nach dieser kurzen Strecke schon etwas zu essen gönnen. Cola ist für auch manche kurze Strecke hier. Mensch, ja, machen wir nochmal so, weil so nach 20 Kilometer oder so macht man ja erst Pause. Ne? Aber trotzdem sehr nett, dass das geklappt hat. Beim ersten Mal war ja die Terminabsprache mit Frank so ein bisschen suboptimal gewesen. Da haben wir eine Stunde in der Kälte gestanden. Heute hat es geklappt. Heute gibt es hier vernünftig Pause. Weiter geht's. So ihr Lieben, Pause ist vorbei, ich bin richtig durchgefroren, dem Sven geht es auch ähnlich, wir haben alle ziemlich kalte Flossen, auch wenn Anita und Frank da sehr gut für uns gesorgt haben mit Decken und kleinen Stühlen und Brötchen und Cola und was noch, Gummidinger, wie heißt das, Weingummis gab es, Haribo, keine Werbung, ne? Muss man hier anmerken, genau. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall auch schon hier auf den zweiten Teil der Wanderung drauf zu. Wir laufen jetzt auf den Dom zu, da kann man sehen, Kölner Dom, und den werden wir glaube ich auch besteigen, habe ich gehört, ne? Werden sie uns hochlassen? Warum sollten sie uns nicht hochlassen? Das weiß ich nicht. Okay, ich muss gerade mal so komisch gehen, weil meine Freundin nicht mit drauf ist, alles gut, deswegen gehen wir jetzt mal rückwärts, weil dieses Verpixeln, das ist so nervtötend, ne? Nächste Station Kölner Dom, und was haben wir da noch für Highlights? Nee, nächste Stunde ist erst die Schokoladenmuseum und dann über die hohe Straße kommen wir dann erst zum Dom. Über die hohe Straße, ja, von Hingelröm. Gut, ja. Läuft auch. Weiter geht's. Am Schleifstein nochmal nach.
So, ihr Lieben, damit herzlich willkommen hier am Schokoladenmuseum. Da haben wir jetzt hier so eine kleine Pause gemacht, konnten auch die Toiletten benutzen. Die Blase hat dann doch ein bisschen gedrückt. Ne? In dem Kölner Stadtbereich ist es natürlich schwierig, eine natürliche Toilette zu finden. Ja, auf jeden Fall hier die Drehbrücke auch, immer sehr schön anzuschauen. Dahinter dann dieser Turm, weiß ich gar nicht, wie der heißt. Nina, auch da, komm mal ran hier. Nina haben wir noch gar nicht begrüßt heute Morgen, genau. Du bist ja eben an der Zoobrücke. Hallo, zu uns gestoßen. Genau. Ne? Bist du zu Fuß gekommen? Bin ich zu Fuß gekommen. War natürlich wieder ein bisschen spät dran und kam komplett abgehetzt an, weil ich mich auch verlaufen habe. Ja. Aber dann gab es ja direkt was Leckeres zu verteilen. Sehr gut, genau. Dafür auch einen riesen Verpflegungsrucksack, da haben wir schon Späße gemacht. Da ist ein Heizpilz drin, ein Bügelbrett und weiß ich was da alles. Alles haben wir dabei. Was man so für eine kleine Stadttour braucht eben. Ne? Aha. Genau, ja, auf jeden Fall schöner. Was? Ausgemacht. Ja, das ist Screensaver. Screen. Ach so. Bildschirmschoner. Ja. Nur Akku sparen, geht der Bildschirm aus. Kannst du mal drauf tippen vorne auf den Bildschirm? Also wieder an. Okay. Sehr verrückte schön. Welt. Verrückte Welt. Ja, Samstag, auch hier wunderschönes Wetter. Glücklicherweise regnet es nicht, ne? Ja, zum Glück. Also so im Regen zu wandern, das ist wirklich die Pest, ne? Mhm. Wenn dazu noch Wind kommt, der dir so den Regen von der Seite ins Gesicht haut, das ist ekelhaft, ne? Ne, hätte ich auch keinen Bock gehabt. Gut. Dann wären wir zu Hause geblieben. So sieht das aus. Wenn wir aufs Laufband jagen. Weiter geht's. So, ihr Lieben, eine große Überraschung. Die Dombesteigung ist auch mit drin. Da haben wir doch schon drüber gesprochen, meine ich. Ne? Ja, es geht auf jeden Fall 533 Stufen bis nach oben. Über eine ziemlich enge Wendeltreppe. Es kommen auch Leute entgegen. Es ist sehr stark besucht. Und ich denke, wir sehen uns oben wieder. So, ihr Lieben, damit herzlich willkommen hier oben auf dem Kölner Dom. 533 Stufen liegen hinter uns. Alle Beteiligten sind heil oben angekommen. Die Nina hat eine kleine Zwischenpause gemacht mit extra Runde um die Domglocken, um sich ein bisschen akklimatisieren. Dann haben wir noch ein bisschen Zwischenstopp gemacht auf dem Basislager, bevor es dann hochging zum Gipfelstieg. Ja, da ist ja dieses Zwischentreppenhaus. Oder was rede ich ja eigentlich? Komm, dritt das mal rum hier. Ein bisschen Blick Panorama. Nach draußen. Ja, kann man ein bisschen sehen, wie weit das hier alles läuft. Heute auch sehr schönes Wetter, nicht ganz so diesig wie sonst. Ist grandios. Wir haben keinen Regen, keinen Wind. Oh, und ich sehe sogar das Siebengebirge. Leute, das schlägt mir das Herz höher. Ja, wunderbar. Kriegst du schon wieder Herzklabastern? Siebengebirge. Ich könnte Trorne futzen, weißt du. Weiter geht's. Uhr, 20,2 Kilometer zurückgelegt. Die Dombesteigung ist erfolgreich absolviert worden. Lieber Sven, wie hat es dir gefallen? Super. Als gebürtiger Mainzer oder wie war das? Ich bin gebürtiger. Gebürtiger Mainzer, ja. Zu Gast in Köln. Sehr schön. Ja. Wie gefällt dir Köln? Köln ist schön. Ich bin gerne in Köln. Sehr schön, das freut mich. Definitiv. Also die Treppen mir jetzt nicht sein müssen, aber sonst war es cool. Oh ja, so also ein bisschen Puls hoch treiben, war doch gut. Oh, also, ne? Der war oben. Macht schon mal Spaß. 533 Stufen, ja, sind wir auch gut wieder runtergekommen. Jetzt hier zurück, beziehungsweise rechter Hand noch der Mediapark. Da konnten wir gerade auch das größte Kino von Köln sehen, das Cinedom. Wir laufen jetzt gerade hier auf den Kolonius zu, dem Kölner Fernsehturm. Ich mich mal so gekonnt wieder um einen Passanten herumgedreht, ohne verpixeln zu müssen. Ja, im Hintergrund der Kolonius, Kölner Fernsehturm, der ist für die Öffentlichkeit, soweit ich weiß, nicht mehr zugänglich. Da habe ich mir damals aber als 10-Jähriger, boah Leute, was für ein Tag. Guckt euch das an. Guckt euch dieses gigantische Auswuchtblei an. Oh, herrlich, ein weiterer Meilenstein in meiner Auswuchtbleisammlung. Zwei Stück haben wir heute schon gefunden. Auf jeden Fall auf dem Fernsehturm, da hatte ich mir als Kind, da war das noch offen, mit so einem Drehrestaurant, da habe ich mir damals meinen Gleichgewichtssinn zerschossen.
Ich saß da oben, mir wurde auf einmal total schwindelig und das hörte selbst 2 Wochen nach diesem Besuch da oben noch nicht auf. Das heißt, ich konnte immer nur sehr schlecht schlafen, nur ganz schwer ruhig sitzen, weil sich mir immer alles drehte. Ja, dann sind wir mal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gegangen und der hat mir dann mit so einem warmen Wasserstrahl in beiden Ohren den Gleichgewichtssinn resettet oder wie auch immer, ist ins Ohr rein, warmes Wasser reingelaufen und da wurde mir richtig schlecht da auf dieser Liege. Vor meinen Augen verdrehte sich das Bild und danach wurde dieser Gleichgewichtssinn wieder eingestellt. Schwindelgefühl war vorbei. Geile Sache. Ein weiteres Highlight auf unserer Tour, der Beginn der A57. Und kurz danach auch ein zweiter Zwischenstopp hier. Was ist das? Herkulespark? Auf jeden Fall ist das die Herkulesstraße hier. Was gibt es hier? Eine Waffel, Schokowaffel, angesoffene Cola, liebe Tier, kalter Kaffee, genau. Super. Wir sind bestens ausgerüstet hier, ne? Ja, ziemlich trostlos hier diese Ecke von Köln. Also da haben alle Städte so ihre schönen und nicht schönen Stellen. Aber hier der Kolonius nochmal und dann das Hochhaus. Wie heißt das? Wie heißt dieses Hochhaus, Anita? Was? Wie heißt dieses Herkules-Hochhaus? Dankeschön. Bitte? Das Kamellehus höre ich gerade von meiner Freundin, ob Gölsch, ne, weil es so bunt ist. Oder Papageienhus, habe ich auch uns gehört. Glaube ich, Papageienhaus. Oder war da was anderes? Jetzt sind die alle am Essen. Ja, du hast noch ein Brötchen dabei, oder? Das hast du schon gegessen? Leute, die Tour ist gelaufen. Kilometer 24, herzlich willkommen im Blücherpark, der Heimat für Leute, die vorgeben, auf der Arbeit zu sein, in Wirklichkeit aber mit einer Flasche Bier auf der Parkbank sitzen. Uhr, 24,7 Kilometer zu Fuß zurückgelegt, noch 11 Kilometer verbleibend. Herzlich willkommen, ob der, wo sind wir hier? Das ist die äußere Kanalstraße und das müsste die Robert-Pertl-Straße sein, kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da hinten, da ist eine Bauschuttdeponie, die ich früher auch sehr häufig angefahren habe. Nicht aus Unfall, sondern mit dem LKW Bauschutt hingebracht habe. Ja, wir haben uns jetzt mit Sven hier so weit vorgekämpft, die Mädels. Die hängen jetzt bestimmt, wie lange war es? 20 Minuten. Eine Viertelstunde. Ich hätte ja Viertelstunde gesagt. Ja. Hingen die jetzt zurück. Da kommen sie aber jetzt. Anita hat gerade schon angerufen, wo wir denn sind, was denn los ist. Aber die sind irgendwie anders gelaufen. Kamen von einer anderen Richtung. Die kamen jetzt aus einer ganz anderen Richtung. Wir haben gerade nochmal geguckt, den Track auf Komoot. Wir sind so gelaufen, wie Anita geplant hat. Die Mädels sind da irgendwo falsch abgebogen. Ja. Ja. Wenn wir die Anita direkt mal befragen. Muss man aufpassen, hier ein bisschen Verkehr, aber geht schon. So. Wo ist sie denn? Da. Wo seid ihr denn jetzt lang gegangen? In der Mitte durch den Park. Da in der Mitte durch den Park. Den Schrebergartenpark. Statt rechts außen. Ja, wie kamt ihr jetzt von da, von diesem bunten Container vorbei? Ja. Das war nämlich der Track, den du geplant hast. Da hat er das wieder umgeplant. Hat er umgeplant? Einfach so? Ja, ich habe das eingestellt, dass er automatisch den Track anpassen soll. Ah, okay. Das erklärt auch, warum dieser Stichweg zum Schokoladenmuseum vorhin gar nicht mehr drauf ist. Hat Komoot auch wieder umgeplant. Yeah. Leute, Sachen gibt's. Wie kriegt ihr denn automatisch meinen ungeplanten Weg? Nein, wir haben es den du uns geschickt hast, den Track. Aber wenn wir dann weil irgendwie... ich dich ja bei mir eingeladen habe. Ja, aber wenn wir dann schon mal falsch abbiegen, rechnet Komoot dann wohl nach und dann gibt's. Ja, ich habe das bei mir eingestellt, dass er dann automatisch nicht. Weil das hat mich genervt, okay, dass meine Uhr die ganze Zeit mir gesagt hat, du musst woanders fragen. Ach so, ja. Nee. Kriegen wir auch so hin, weiter geht's. So, sag mal die Uhrzeit und die Kilometer bitte an. Wir haben 16:29 und wir haben 29 Kilometer. Sehr gut. Ja, damit herzlich willkommen. Wo sind wir? Longerich müsste das sein. Ja. Gegenüber vom Heilig-Geist-Krankenhaus, wo ich 2010 auch eine Woche zu Gast gewesen bin. Ich habe es gerade dem Sven schon erzählt. Leute, da habe ich einen Mann auf dem Zimmer gehabt, der hat geschnarcht. Das war wirklich eine bodenlose Unverschämtheit. Da war der Marco ein Waisenknabe gegen. Ne? So richtig tief mit Bass, ne, wenn der dann so einatmete, zogen, wölbten sich die Fenster nach innen. Also das war unfassbar. Ne? Da habe ich mein Bett abends immer auf den Flur geschoben und habe ganz am Ende vom Gang geschlafen. Ne, haben die Schwestern auch gesagt, ja gut, komm, da kannst du nicht schlafen, bleib mal draußen auf dem Flur. Wunderbar, das funktioniert. So, jetzt haben wir auf jeden Fall
die Mädels schon wieder ziemlich weit abgehangen. Würde ich sagen, warten wir hier ein bisschen. Und langsam geht die Tour ja auch dem Ende entgegen. Ne? Noch 6 Kilometer glatt. Gut durchgekommen. Ja, sehen wir uns später wieder. So, es geht auf die finalen Schlusskilometer zu, liebe Leute. 17.25 Uhr, noch 2,82 Kilometer. 32,1 habe ich auf dem Tacho, hatte aber eben... Ich habe 32,5. Ja, das ist irgendwie alles ein bisschen unterschiedlich, ja. Weil ich habe auch bei den Pausen immer Komoot auf Pause gesetzt. Ich nicht. Dadurch kommt vielleicht ein bisschen mehr zustande. Aber ja, weil ihr seid ja auch immer vor uns weggelaufen, also das ja. Kann schon sein, dass wir eine Varianz haben. Ihr habt euch zurückfallen lassen. Das war's. Einfach zu langsam, Leute. Mal dranbleiben, ne? Nein, Spaß. Auf jeden Fall ganz interessante Tour heute. Wetter hat gestimmt. Oh, das Wetter war großartig. Das Wetter war großartig. Das haben Evelyn und ich beide nochmal am Donnerstag bestellt. Ja, sehr gut. Es wurde dann aber, wenn man so Pause gemacht hat, sehr schnell kalt. Ne? Vor allem die erste Pause unter der Zoobrücke. Ich habe richtig gefroren danach. Ne? Ja, aber jetzt in Bewegung ist mir fast schon wieder die Sweatshirtjacke zu warm. Ja. So. Ich hätte ja Deckchen gehabt. Wollte ich nicht. Mit Decke, nee. Alles gut. Da glaube ich, da ist der Stolz da, ne? Der Sepp sitzt da mit Decke. Ach, ja. Ja, kann man machen, wenn man so nach 80 Kilometern im Lager ankommt oder so. Da kann man sich in eine Decke hüllen. Nicht nach 13,8 oder was das ja, war. Da muss ich sagen, fand ich ein bisschen sehr früh diesen Pausenposten. Ja, ne? Gott. Ja, aber das ist... Nächstes Mal gehen wir das Ganze andersrum, dass wir die Pause nach 20 Kilometern machen oder so. Ich muss sehen, Mädelsmarsch 3.0. Wird es vielleicht auch geben. Ja, vielleicht. Ich habe noch keine konkreten Pläne. Gut, das Ding erstmal sacken lassen. Ja, der nächste Anspruch, ne, Mönchengladbach. Stimmt, da gehen wir zusammen hin, Mönchengladbach. 55? Ne, 50. Ist 50. Megamarsch. Megamarsch, Mönchengladbach, gehe ich mit Anita zusammen hin. Ja. Welche Startgruppe haben wir? Ich habe es vergessen. Jetzt vergessen. Du weißt doch sonst 8 immer Uhr? Alles. Ja, du hast so recht. Ich meine, wir hätten 8 Uhr oder 7 Uhr. Irgendwie so. Die starten ja alle 15 Minuten oder so. Ja, so irgendwie so um die plus minus 8 Uhr haben wir. Ja, Mönchengladbach wird auch dann mein erster veranstalteter Marsch in diesem Jahr. Nur wird es Zeit, dass bald mal die 100er hier losgehen, ne? Ja. Ja, hallo zusammen. Wir haben es geschafft. Yay! Wir sind dann nur 35,5 geworden. Wir haben ein paar Matschstellen abgekürzt, aber wir haben es geschafft. Es ist noch nicht ganz dunkel. Ich bin happy, hat alles super geklappt. Das Wetter hat mitgespielt. Die Truppe war großartig. Und ja, mal gucken, wann es das nächste Mal wird. Mädelsmarsch 3.0 läuft. Madet Jod. Ciao. 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 Tschüss.